Im Februar diesen Jahres kam die Meldung wie aus dem Nichts. Prömel wechselt im Sommer ablösefrei zur TSG Hoffenheim. Ein Paukenschlag für seinen Ex-Verein Union Berlin, ein großartiger Deal für die Kraichgauer, die damit den Abgang des österreichischen Nationalspielers Florian Grillitsch auffangen können. Es macht Spaß mit den Jungs. Klar, sieht man hier von Tag 1, wie viel Qualität hier in der Mannschaft steckt. Und da möchte ich einfach Teil davon sein und gemeinsam mit den Jungs anpacken, dass die Saison besser wird als die letzte und wir ja erfolgreichen Fußball spielen. Bitter für Prömel. Als die Vereine den Wechsel verkünden, ist Hoffenheim auf Champions League Kurs, Union im Mittelmaß. Am Saisonende verpasst Hoffenheim dann aber das europäische Geschäft und Union springt in die Europa League. Macht mich natürlich stolz, dass wir da in den letzten Jahren mit Union auf die Beine gestellt haben. Aber wie schon häufiger gesagt, für mich beginnt ein neues Kapitel. Zurück nach Hoffenheim, ich bin heiß drauf. Heiß drauf dürfte auch der neue Trainer André Breitenreiter sein. Vielversprechend ist der Meistertrainer des FC Zürich in die Vorbereitung gestartet. Die ersten beiden Testspiele gegen Waldorf und Heidenheim zu 0 gewonnen. Auch mit dabei Neuzugang Prömel. Von ihm hält Breitenreiter viel. In den ersten beiden Wochen vermittelt er mir einen hervorragenden Eindruck. Er ist sicherlich einer der physisch stärksten Spieler der Liga. Die Laufwerte in der letzten Saison haben das eindrucksvoll gezeigt. Er hat über die letzten Jahre hinweg eine sehr gute Entwicklung genommen. Und ich glaube, dass bei ihm auch noch Potenzial da ist, um weitere Schritte zu gehen. Auch Prömels Fazit nach zwei intensiven Trainingswochen mit Coach Breitenreiter fällt ordentlich aus. Sehr gut. Also der bringt hier frischen Wind rein, bringt natürlich einen guten Spirit mit aus Zürich, hat eine breite Brust, weil er klar in der Schweiz erfolgreich war. Und kommt gut an bei den Jungs, alle ziehen mit. Alle wissen, glaube ich, auch nur, dass es gemeinsam geht, aber der Trainer gibt da die Richtung vor. Dafür muss aber erstmal geackert werden und das machen die Hoffenheimer seit Montag im Trainingslager in Kitzbühel. Breitenreiter möchte der Mannschaft seine Spielidee einhauchen, damit die kommende Saison für Hoffenheim und Prömel ein Volltreffer wird.